Naja, das war wenigstens mal nicht nach oben. Oh, da komme ich rein anscheinend. Auf den Bauplänen ist ein Lift eingezeichnet, mit dem ihr zu den oberen Ebenen gelangt. Sieht halt aus. Ist schon. Warum läuft das nach oben? Wie muss ich. Ich habe doch das Tutorial gerade gemacht und das einwandfrei. Okay, einfach nur mit dem linken Stick, wenn ich nach vorne werfen will. Ah, okay. Muss man hier auch wieder erkunden, ne? Das liegt mir so allgemein am Herzen. Und ich will immer noch Teil. Jetzt hat er es einfach nicht geboren, so, okay. Ich will immer noch TIE Fighter töten. Komm her. Ja, es ist ja nur das Werfen, alles andere ist. Was wäre hier jetzt beschlossen? Wenn ich nachher Blitz habe, ist mir alles. Komm schon. Ich habe aber auch, als ich kurz getestet habe, da war ich nicht so weit wie jetzt, da ging es besser. Ich weiß auch nicht. Ach, offener. Wir müssen noch TIE Fighter töten, wo wir weiterkommen. Wie viel waren das? Wir hatten 3 von 5, ne? Na, zu niedrig. Man merkt euch, dass das Spiel, das ist doch kein Dark Souls 1 oder 2 so von der Steuerung her. Das merkt man ihm tatsächlich an. Es ist doch so sehr. Engine ist noch nicht für alles, was du so machen kannst, ausgelegt. Mann! Okay, ja, ich gehe ja schon. Okay. Ich bin die Augäpfel sind auch ganz schlecht. Man merkt richtig, dass das noch umständlich programmiert wurde. Und noch keine 3D-Models. Die Augen sehen wirklich wie ein aus. Wie weiche ich denn aus? Ich wollte eigentlich ausweichen. Oder blocken wäre auch mal eine Idee. Das ist anwesend. Kamera drehen. Okay. Weil ich blocke, kann ich mich nicht bewegen. Okay, okay, okay. Ich finde aber, es geht. Ich bin tatsächlich gut. Du siehst es ja auch nur auf 720p. Ich habe sie in Full HD. Und die müsste es für dich sogar besser aussehen als bei mir, weil es ja runtergerendert wird. Ich finde, es ist okay. So gut. Man sieht da hier, ne? Man sieht an, dass es verschiedene Bausteine sind. Also, das ist eine Textur und das hier kann ich bewegen. Das sieht man im Spiel schon an, aber. An sich ist es tatsächlich nicht so schlimm. 12 Jahre alt ist. Das war nicht geplant, aber eine coole Kettenreaktion. Nimm noch die Granate. Alter. Der Erfüllungsmacht ist stärker geworden. Du hältst 3 verschiedene Rangsphären zur Steigerung deiner Kraft und deiner Liga. Da wollte ich die ganze Zeit hin. Mein Gott, ich hatte die ganze Zeit nur Start gedrückt. Ich hätte gerne diesen unfassbar genialen Lichtschwertkristall oder Farbkristall. Ah. Ja, ist okay. Wir machen Blitz, gehen wir machen Blitz. Hier war ich noch nicht stark genug. Lichtschwertwurf wäre auch geil, kannst du lernen. Ich glaube, ich spare die Punkte. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert das? Kann ich die Punkte sparen und kriege den Machtblitz trotzdem oder muss ich ausgeben und den Machtblitz? Ja, das darfst du gerne machen, wenn Captain Coley fertig ist. Oder sowieso, wir können uns gerne mal da hinsetzen.
Das ist auch mal für Abonnenten hier das Scheiß, oder das Scheiß, aber das Schwert kann auch mal weg. Da können wir auch mal was Besseres machen für Follows und so. Was war das jetzt? Pause, Pause, Pause. Okay. Immer? Energie. Gesundheit. Oh. Jeder Rang verwendet die Zeit. Ah ja, Schwertbeherrschung wäre schon geil, aber ich glaube, ich gehe tatsächlich erstmal auf Vitalität. Im Kampf bessere. Oder mehr XP von. Ich habe ja so ein mehr HP von Gegnern, dann habe ich so eine Art Life. Lebt denn da hinten eigentlich noch? Nikro. Nein, da oben, jetzt kommt der Teilfeld da oben, weil der hier alles verarscht. Nein! Ich habe ihn getroffen. Mann, zu früh, viel zu früh. Mann. Ich zähle ja nicht für mich. Warum auch? Ach komm schon, nerv doch. Oh, ich jetzt. Achso, ich hab nicht gemacht. Oh, danke. Ich hab wieder volle Macht und jetzt gibt's auch Festplatz. Was war jetzt? Angriff, Pause, Angriff, Pause, Angriff. Ah. Eine Circle eigentlich auch die Form von Vader, die als eine der stärksten Lichtschwertformen gilt. Ist du das zufällig? Oh, wie? Wie läuft zu Hause? Muss ich nicht auf Kinder aufpassen? Warum ist ja eigentlich nicht geboren mit den Verarschen? Da liegt eine. Cool. Nein! Hast du das gesehen in der Animation? Klippt er sich darunter? Blah. Das Level habe ich jetzt schon wahrscheinlich. Ey. Ich mach in der Stunde meine Pause. Death Counter ist eine super Idee. Da muss ich mir mal kurz reinlesen, wie ich einen Death Counter mache. So, ich speichere mir mal kurz hier eins. Das ist eine super Idee, ein Death Counter. Ich spiele aber nicht auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, die mir obliegt oder die mir offen war. Ich spiele auf Standard, also normal. Oh, das war. Ich mach nachher mal eine Pause und dann mache ich mich schlau. Komm schon. Warum lebst du noch? Das war der beste Wurf, den ich je gesehen habe. Der war ungefähr so weit wie ich. Okay, das war sinnlos. Die Animation. Blasphemie? Warum Blasphemie? Was habe ich dir jetzt gesagt? Was habe ich jetzt gesagt? Mal kurz gucken, wie ich noch die Level habe. Ah. Das darf ich jetzt nicht ändern, dann muss ich von vorne anfangen. Ah, kann ich es ändern? Da kann ich. Siehst du, höchste, die geht. Ja, automatisch Untertitel. Jetzt zählt dann der Tod? Wenn ich jetzt umstelle?
Mann, ey. Scheiß Animation. So, hat er jetzt die Dings gespeichert? Oder wie gesagt, hat er jetzt die Schwierigkeit gespeichert? Ja, Alter. Mann, ey. Ey, schon aufladen? Ne, kann ich noch nicht. Na hier, ey, wird mir auch als zwei Leben komplett unverschuldet. Scheiße. Oh, der war gut. Nein, nein, der wird doch wieder runtergefallen. Visier doch bitte den richtigen an. Wie visiere ich jetzt an? Nicht. Wo hebe ich hoch? Okay, ich will mir diese ganze Serie nicht annehmen. Nix. Ach, der richtige hier mit Verkackometer, ey. Du hörst sie, ich mache eins nur, wenn ich jetzt hier verarschen. Ich mach eins nur, wenn du ein Zwoter wieder nicht in der Lage bist, deine Quest zu finden. Ey, die halten aber jetzt deutlich mehr aus. 10.000 Machtpunkte. Will wahrscheinlich mein Level up haben. Nur noch einen TIE Fighter töten. Na! Ach komm, der muss aber jetzt getroffen haben. Okay, jetzt noch ein TIE Fighter. Wie schon jetzt, Alter. Ich habe gedacht, ich könnte die Schüsse blocken. Den hat es nicht interessiert, dass ich ihn angegriffen habe. Ich werde die TIE Fighter Mission nicht kriegen, glaube ich. Ich empfange viel Funkverkehr über die Comlinks, nur ein paar Ebenen über euch. Ihr nähert euch General Kota. Wo kommst du auch immer her? Wie visiere ich jetzt ab? Nee, halt, jetzt visiert. Achso, der visiert hier drauf. Aua. In Dark Souls. Mein Gott, halten die aus. Na, und was? Jetzt bist du ja getroffen, der Scheiß. Aber. Komm schon! Wollte den hier machen. Zahngesteuert, ey. Hätte ich gut gebraucht. Als ich mich hier auf der höchsten Schwierigkeitsstufe spielen muss. Aber ja. So, ab dafür. Die sehen auch so. Das könnte auch 1:1. Das könnte auch 1:1 aus Episode 4 sein. Da ist noch ein Mensch. Unfair, der hat einen Minigun. Und ich habe Explosionsfässer, mein Gott. Oh, weg. Ja. Na, und jetzt kommt schon. Nimmst du gerade so überhaupt kein Ding? Ja, runterspringen sterbe ich, oder?
ist kein Geheimnis drin. Das wäre mal. Erzähl du was, Maschine. Leute, ich bin ein bisschen dämlich überhaupt. Oh, hallo! Ja, so viel zu der Geheime. Achso, Körper zerschneiden kann ich nicht. Aber. Verpuffen, das geht, ja? Inkonsequent. Oh, oh, mein Bild. Ich registriere einen gewaltigen Energieanstieg. In eurer Nähe muss ein Generator sein. Zerstört ihn und diese Lasertore sollten fallen. Nein. Weiß nicht so ganz, warum ich da jetzt gestorben bin. Hat er mich im, der mich im Sprung bekommen, ne? Wo ist jetzt der MG-Schütze? Da ist der MG-Schütze. Ja, ja, ich weiß, dass sie bei 3 sind. Danke. Wir brauchen dann diese auf höherer Schwierigkeitsstufe. Da haben wir auch nicht vergessen. Das größte Problem ist tatsächlich noch das Visieren. Das war gut. Oh, halt die Schnauze jetzt. Will den. Ich will. Danke. War das nicht der Generator? Habe ich das jetzt falsch verstanden? Ach, das ist der Generator. Da nicht Kabel dran sein? Wo komme ich her? Wo muss ich hin? Ey, da will ich nicht hin. Keine Karte. Ja, nicht hilfreich. Nicht hilfreich. Oh, I'm gonna die here. Boah, er ist schwierig. Habe ich das nicht? Habe ich das Upgrade jetzt trotzdem? Wahrscheinlich nicht. Doch, habe ich. Das kostet mich. Schleuder, Ziffwurf. Die Attacken ist hier einfach gibt. Es ist ungefähr so das 10-fache von dem, was es in Jedi Knight, Jedi Outcast gibt. Wo ich immer noch eines meiner Lieblings-Star Wars spiele. Mit Schleuder. Ach, da ist der Speicherpunkt. Hilfreich. Nicht. Ich hab schon gesehen, ich krieg besser. Ich registriere einen gewaltigen Energieanstieg. In eurer Nähe muss ein Generator sein. Na, komm her hier. Na, nein! Wie mache ich denn den Lichtschwertwurf? Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Bei Vader konnte ich das noch auswählen. Warte, da wollte ich nicht. Ja, aber komm, das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich habe so wie gesagt so 5 Minuten probiert, bin mit Vader durchgegangen. Nee, da war ich richtig. Und ich wollte nicht auf Sith Lord spielen, weil die einfach so unendlich viel aushalten, was ich halt schwierig finde.
Du hast ein Lichtschwert und die halten einfach 300 Lichtschwert-Diebe aus und deswegen habe ich das tatsächlich. Alter. Nee. Und deswegen habe ich das. Ah. Ah. Weiß nicht, ob das eine Challenge ist oder ob es mich nur mehr aufregt als das andere Wettbewerb. Was habe ich gesagt? X, X, D? Staggering. Wow. Jetzt sind wir aber nicht so ganz. War das nicht XXB? War das BBX? BBX. Hier geht's ja sogar noch. Wie schön. Hallo, was machst du da? Wie überlebst du? Ich registriere einen gewaltigen Energieanstieg. In eurer Nähe muss. Mach ich den jetzt XXB? Hallo, XX. XXB. Schleudert, das ist nicht Wurf, wa? Ich habe das einfach, glaube ich, komplett vertan. Ich habe das als Wurf, aber ich glaube, das ist nicht so. Zerstört ihn und diese Lasertore sollten fallen. Ist nicht das, was ich gedacht habe. Was ist das? Scheiße. Na, komm schon. Hallo. Wo bin ich da eigentlich hier rausgesucht? Stärker als die Physik? Wo ist der denn, der gerade noch gelebt hat? Also. Das ist jetzt eigentlich mein Verkackometer hier. Da bin ich schon bei 5. Gesundheits. Was? Entzug. Muss nur Gegner da sein, sonst wird das Ganze ein bisschen drauf. So. Ach nein, Jump'n'Run. Ich und Jump'n'Run ist das ja auch schon wieder. Ah. Der Gesundheit der Zug ist auch komplett weg. Die Zugsphäre hätten sie sich auch sonst so hinstecken können. Kann ich dich anvisieren? Kann ich dich kaputt machen? Nein. Hier, Kamehameha. Das finde ich ein bisschen schwierig. Warum? Ich werde doch alleine hier viermal verrecken. Hat er gerade Machtanwendungen gehabt? Oder irgendwas so in der Art? Natürlich muss hier jetzt ein ATS hier auch dauern. Oder sowas in der Art. Naja, du nicht auch. Weil ich hab zu wenig mal. Schnapp dich schneller auf. Junge, die Raminiger sind echt gefährlich, ey. Die machen Schaden ohne Ende. Du lebst noch, du bist nicht verarschen. Hallo. Was denn? Hab ich doch gemacht?
Wobei es cooler gefunden wäre, wenn er draufgesprungen wäre, hätte dann schön das Ding mal aufgeschlitzt. Komm ich da nicht her, oder komm ich her, ne? Was mich übrigens immer noch stört, dass ich die Highfighter nicht geschafft habe. Da will ich hin. Ey, naja, komm. War jetzt auch können, ne? Okay. Sag mal. Ja, Gott sei Dank kann ich ihn nicht mehr, weil ich unter Rolle. Ihr geht mir da auf den Sack, wisst ihr? Scheiße, der hat mein Wurfgeschoss kaputt gemacht. Eine Frechheit vor dem Herrn, wenn die behaupten. Ja. Das war. Oh, kicke er sich ins Knie. War jetzt die Machtboni? So. Du brauchst gar nicht so tun, als ob du schießen könntest, du bist tot. Boah. Das ist ja gleich nur eins. Ich bin Rich Bitch. Ich will aber keine 20.000 Machtpunkte, ich will ein Lichtschwertkristall. Auch noch was? Da sterbe ich, wenn ich so. Hundertprozentig. 20.000 Punkte, das ergab kein Level, das ist auch so eine kleine Frechheit, oder? Was war das? Ich finde diesen weiß-schwarzen so mega. Ja, den habe ich gekauft. Nein! Nervt ihn doch! Ja, macht ja auch Sinn, dass sie die allererste Mission hier. Ich habe mit Starkiller noch gar nichts gemacht. Ich wäre ja nur mit Raider bis jetzt einmal kurz rumgelaufen. Also das verstehe ich aber jetzt nicht. Ich visiere den vor mir an und er schießt auf den ganz anderen. Das ist so, das ist so. Zu. Sag mal, wie überlebst du so lange, du Drecksrebell? Ich Idiot? Schaffe ich nicht. Aber so schaffe ich. Und das ist berührend. Ich denke die ganze Zeit, so Mad einer im Hintergrund rasen mit dem Wind. Und ich frage mich die ganze Zeit, was das für ein Idiot ist. Würde ich da bitte jetzt drauf kommen? Ich hätte gerne die 10.000 Machtpunkte, dann habe ich noch ein Level up. Kann ja nichts anvisieren. Du siehst es ja in dem Spiel. Weiß ich, kann mir das dahin platzieren? Glaube ich nicht. Warum kann ich denn hier drauf stehen und da oben? Achso, ich hoffe. Ja, aber wo soll ich denn hier die Macht nutzen? So, ja. Das war jetzt so. Scheiße, wer ist denn jetzt auch?